Riesenjubel bei der Zieleinfahrt des Mercedes-Benz F-Cell World Drive in Stuttgart. 125 Tage ging es mit 3 Brennstoffzellenfahrzeugen um die Welt, 30.000 Kilometer in 14 Ländern auf 4 Kontinenten und das ohne technische Probleme. Doch alternative Antriebe brauchen alternative Infrastrukturen. Bisher gibt es aber weltweit gerade mal rund 200 Wasserstofftankstellen. Nach dem erfolgreichen World Drive will Daimler auch hier Pionierarbeit leisten. Hier muss was passieren und hier werden wir uns jetzt einsetzen, damit als Initialzündung auch dieser Teil der Aufgabe bewältigt wird, indem wir hier 20 Tankstellen mit Linde gemeinsam investieren werden. Experten schätzen, für eine flächendeckende Basisversorgung sind allein in Deutschland insgesamt rund 1.000 Tankstellen nötig. Der World Drive hat gezeigt, die Zeit ist reif für Elektroautos mit Brennstoffzelle. Und zwar nicht nur in der Innenstadt, sondern auch auf langen Autobahnetappen und abseits befestigter Straßen. Am 29. Januar hatte die Bundeskanzlerin Angela Merkel den Startschuss gegeben. In Richtung Westen ging es erst durch Europa, dann quer durch die USA, über Australien nach China und dann entlang der berühmten Seidenstraße von Kasachstan über Osteuropa und Skandinavien zurück nach Stuttgart. Damit hat das Auto seine Serienreife mehr als bewiesen. Wir ziehen den Serienstart dieser Elektromobilität mit Brennstoffzelle vor. 2014 heißt die neue Zahl, nicht mehr nur 2015. Und das ist die wahrscheinlich beste Botschaft. Diese Zukunftstechnologie wird sehr früh schon verfügbar sein. Große Reichweiten, kurze Tankzeiten, Null Emissionen sind machbar und bald auch Standard auf deutschen Straßen.